Hi, ich bin Thomas, Olympiasieger im Speerwerfen. Und ich bin Jan, arbeite als Personal Coach. Wir haben euch ein 30-minütiges Ganzkörper-Workout mit etwas mehr Fokus auf dem Oberkörper mitgebracht. Es wird hochintensiv, aber auch viel Spaß. Kleine Besonderheit, wir arbeiten mit Supersets. Das bedeutet, wir werden immer 30 Sekunden eine Übung machen, direkt im Anschluss 30 Sekunden die andere Übung. Das heißt, wir haben eine Minute Belastung und danach 30 Sekunden Pause. Davon 3 Runden, 4 Blöcke, aber wir kommen ganz entspannt rein und ich werde das immer wieder erläutern. Ja? Also, ich würde sagen, wir starten direkt. Thomas wird so ein bisschen versetzt hinter mir immer eine Variation der Übung machen, damit wir wirklich jedes Level abdecken. Und ja, ich freue mich. Lass uns starten mit einem easy Warm-up. Zuerst kommen wir auf der Matte an, entspannen und schütteln alles ein bisschen aus. Arme, Beine, machen uns locker. Stellen uns einmal ruhig hin, schließen die Augen und rotieren den Nacken, das heißt den Kopf, dreimal in die eine, dreimal in die andere Richtung. Macht das schön langsam. Ruhige Atmung. Die Augen wieder langsam öffnen, kurz ausschütteln. Wir verschließen die Hände hinter dem Kopf und die Schultern, den Brustwirbelbereich ein bisschen aufdehnen. Wir versuchen, die Ellbogen so nah es geht vor dem Gesicht zusammenzubringen und dann öffnen. Achte dabei, mit gerade Körperhaltung nicht zu weit in das Hohlkreuz zu gehen. Ganz easy, so 10, 15 Wiederholungen, jeder für sich, sein Tempo. Bei allen Übungen ganz wichtig, ruhige Atmung, versucht eine aufrechte Körperhaltung, Kopf ist immer in Verlängerung zur Wirbelsäule, Core anspannen hilft immer, das könnt ihr euch bewusst machen, auch für das restliche Workout. Jetzt sind wir noch beim Warm-up, ganz easy, wir werden uns einmal komplett stretchen, das heißt World's Greatest Stretch. Wir stellen uns an den Beginn der Matte mit den Handflächen zum Boden, laufen langsam nach vorne, bringen erst das eine Bein nach vorne, gehen mit dem Ellbogen runter, dehnen uns auf, 5 Wiederholungen hier. Danach wechseln wir. Und laufen wieder langsam zurück. Immer kurz alles ausschütteln danach, ganz locker machen. Der Körper ist ganz weich. Aus der Bewegung fangen wir an, unsere Knie zu umarmen. Bringt etwas Dynamik in das Ganze. Atmung bleibt ruhig. Fokussiert der Blick nach vorne. Wer kann, immer ein Lächeln, das hilft. Und gut. Als nächstes gehen wir in den High Plank. Vom High Plank gehen wir in die sogenannte Child's Pose. Das heißt, ihr bringt die Knie auf den Weg nach hinten an den äußeren Mattenrand und versucht, das Gesäß auf die Fersen zu bringen. Macht den Körper schön lang. Und schiebt euch dann wieder nach vorne. Wir wollen Länge in die Wirbelsäule bringen. Auch hier ruhige Atmung. Seid immer bewusst in der Übung. Und gut, komm noch einmal hoch, alles ausschütteln. Jetzt wollen wir unseren Puls, unseren Kreislauf noch ein bisschen nach oben bringen mit ein paar Mountain Climbers.
Jeder macht 30 Stück für sich, sein Tempo, geht noch nicht um Zeit. Mountain Climbers im High Plank. Mach das mal einmal vor. Das heißt, die Knie unter die Brust bringen, möglichst dynamisch. Let's go. Wunderbar. Arme ausschütteln. Ich hoffe, ihr seid warm. Ich bin es auf jeden Fall. Wo machst du auch? Definitiv. Wunderbar. Okay, wir starten mit dem ersten Übungsblock. Das bedeutet eine Minute Belastung, 30 Sekunden Pause. Es wird eine Variation aus Push-Up sein und Superman, das heißt Brust und oberer Rücken zwischen den Schultern. Damit haben wir den ganzen oberen Teil abgedeckt und ich denke, wir starten sofort. Okay, erste Variation, ganz normale Push-Ups, sprich, wir achten darauf, dass die Ellbogen wirklich eng am Körper nach hinten gehen und nicht nach außen ausfallen. Thomas wird euch eine Variation vormachen. Und wir starten jetzt. Achte darauf, Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Euer Körper ist stabil und gerade. Die Hände sind aufgefächert. Und wir wechseln. Beine sind ausgestreckt, Oberschenkel in der Luft. Und wir bringen die Arme am Körper vorbei. Handaußenflächen berühren das Gesäß. Blick nach unten gerichtet. Und gut. 30 Sekunden Pause. Das war die erste Runde. Ist intensiv. Nutzt die Pause, bringt den Atem runter, trinkt kurz was. Bleib ganz entspannt, schließ die Augen, wer will. Eine Minute Belastung ist immer viel. Es geht weiter in 5, 4, 3, 2, 1 und Push-Ups. Wer will, kann die Hände ganz eng zusammenbringen. Diamond Push-Ups, 30 Sekunden. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und direkt auf den Bauch ablegen, Oberschenkel in der Luft, Beine ausgestreckt. Und wir bringen wieder die Handflächen auf unser Gesäß, haben eine Rotation im Arm, 30 Sekunden arbeiten. Und gut. 30 Sekunden Pause. Ich habe es bei mir gerade gesehen, wenn ihr die Füße abstellt, habt ihr ein bisschen entspanntere Variante vom Superman. Sehr gut. Nutzt die Zeit wirklich, um runterzukommen, euch zu sammeln. Wir haben noch 5 Sekunden, dann geht es weiter in die letzte Runde. 3, 2, 1. Und wir gehen weit in den Push-Up, das heißt, die Arme neben die Matte. Und noch 3, 2, 1. Und wieder ablegen, Beine in die Luft. Und diesmal ziehen wir die Ellbogen nur an den Körper, ganz tief runter. Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule, Blick nach unten gerichtet.
Die Ellbogen bleiben oben. Und noch 3, 2, 1 und gut. Kurz verschnaufen, 30 Sekunden Pause, dann geht es schon in den nächsten Block. Die erste Übung ist Plank Reach to Toe Touch. Ich mache eine Wiederholung vor. Einmal den Zeh berühren, nach vorne, Arm wechseln. Davon 30 Sekunden, danach Hip Thrusters. Das seht ihr dann. Let's go. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir gehen auf den Rücken. Beine sind aufgestellt. Arme sind neben dem Körper. Wir halten die Knie zusammen und bringen nur die Hüfte nach oben. Der untere Rücken wird aktiviert. Achtet darauf, dass ihr die Knie zusammendrückt. Jetzt solltet ihr einen Medizinball festhalten. Mit euren Knien. Aktiviert den unteren Rücken. Und noch 3, 2, 1 und gut. Kurz entspannen. Sammelt euch. Wir gehen schon wieder in die andere Position. Kurze Pause. 5 Sekunden geht's weiter. Plank Reach to Toe Touch. 3, 2, 1 und let's go. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder auf den Rücken. Beine sind aufgestellt, Zehenspitzen gucken nach oben, Arme abgelegt. Aktiviert den unteren Rücken, das heißt die Gesäßmuskeln zusammenkneifen, die Knie haben ein imaginäres Band. Und noch 3, 2, 1 und gut. Kurzen Break, dann geht's in die letzte Runde. Nutzt die Zeit, bringt den Atem runter. 10 Sekunden noch. Macht euch bereit. Es geht los in 4, 3, 2, 1 und let's go. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und wir wechseln ein letztes Mal. Entspannt auf den Rücken ablegen, Arme neben den Körper, Zehenspitzen gucken nach oben. Fixiert die Knie, spannt die Gesäßmuskulatur an, lockt den unteren Rücken ein. Schiebt die Hüfte nach oben.
Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Kurzes Break. Wir aktivieren die Beine ein bisschen. Ich mache die Übung einmal vor. Wir machen Lunges. Bringt die Arme vom Oberkörper zusammen. Schön dynamisch, Oberkörper aufrecht. Das ist die erste Übung. Zweite Übung ist, wir gehen in den High Plank und machen Shoulder Taps. Haltet hier wirklich den Oberkörper, den ganzen Körper ruhig. Wir arbeiten hier nur aus den Armen, aus der Schulter. Jeweils 30 Sekunden. Macht euch locker. Wir starten in 10. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Noch 10 Sekunden. Noch 3, 2, 1. In den High Plank gehen. Oberkörper, ganzer Körper ist ruhig. Und wirklich nur mit Speed. Aber Schultern noch, ja. Spannt den Bauch an. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. 30 Sekunden Pause. Trinkt was, holt euch ein Handtuch. Haltet den Atem ruhig. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Geht weiter in 5, 4, 3, 2, 1 und let's go. Noch 10, 5, 4, 3, 2, 1, in den High Plank, Shoulder Tap, let's go. Bauch ist angespannt. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Ich schwitze ein bisschen, Thomas auch, wie ich sehe. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hoffe, ihr schwitzt auch. 10 Sekunden Pause noch. Bringt euch wieder nach oben. Ein letztes Mal 30 Sekunden Lunges, 30 Sekunden High Plank. Let's go. Haltet den Oberkörper schön aufrecht, Blick fokussiert nach vorne. Wer Lust hat, immer ein kleines Lächeln, seinem inneren Schweinehund zuwinken. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. High Plank und 30 Sekunden. Bleibt bei euch, die letzten 10 Sekunden laufen. Drei, zwei, eins und gut. 30 Sekunden Pause, die gehen schnell rum. Dann sind wir schon beim letzten Block. Side Plank Crunches. Mach's einmal vor.
High Plank. Wir bringen oben Knie und Ellbogen zusammen. Erst links, dann rechts. Zweite Übung, seht ihr dann. Float to Boat, zeige ich euch. Und wir starten in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Haltet die Hüfte schön oben. Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Findet eure Stabilität. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir kommen auf unser Gesäß. Strecken die Arme nach hinten aus. Beine in die Luft. Und wir ziehen uns zum Boot zusammen. Und wir floaten. Und zusammenziehen. Schieben uns zusammen. Sekunden. Noch 3, 2, 1 und gut. Hui. Mein Bauch arbeitet. Meiner auch, du. Trotz der Levelübung. Kurz entspannen, sammelt eure Kräfte. Okay, 10 Sekunden Pause noch. Dann geht's weiter mit dem nächsten Durchgang. In 5, 4, 3, 2, 1. Wechselt die Seite. Und wir bringen Ellbogen und Knie zusammen. Haltet die Hüfte oben. Und immer eine stärkere, eine schwächere Seite. Findet eure Balance. Noch 10 Sekunden. Noch 3, 2, 1 und gut. Auf das Gesäß. Float to boat. 30 Sekunden. Let's go. Noch 10 Sekunden. Noch 3, 2, 1. 30 Sekunden Pause. Brennt dein Bauch? Der brennt, du. Sehr gut. Meiner auch. Noch 15 Sekunden. Halte den Atem ruhig. Letzte Runde. Letzten beiden Runden. Jeweils noch einmal die Seite. Macht euch bereit in 5, 4, 3, 2, 1 und let's go. Noch 10 Sekunden. Und 3. 2, 1, aufs Gesäß, ein letztes Mal, 30 Sekunden, float to boat. Oh, ihr seht, mein Bauch macht auch zu. Einfach halten, das ist vollkommen okay. Und noch 3. 2, 1. Gut. Eine Runde haben wir noch. Noch einmal die Seiten wechseln. Noch 10 Sekunden. Dann noch eine Minute arbeiten. Macht euch bereit in 5, 4, 3, 2, 1 und let's go.
Und noch 10 Sekunden. Haltet durch. Macht eine Pause, wenn ihr nicht könnt. Noch 3, 2, 1 und gut. Ein letztes Mal alles rausholen, Flow to Boat. Wenn ihr nicht mehr könnt, halten. Und noch 3, 2, 1. Hui. Was habe ich mir da ausgedacht? Aber da wollen wir hin. Dass wir uns ein bisschen quälen. Einmal kurz verschnaufen. Wir sind mit dem Workout zu 95% durch. Thomas wollte unbedingt noch einen knallharten Finisher. Den bekommt ihr jetzt. Sogenannte Spider-Push-Ups. Sieht folgendermaßen aus. Wir gehen in die Push-Up-Position. Beim Runtergehen bringen wir das Knie zum Ellbogen. Immer abwechseln. Das machen wir eine Minute. Achtet darauf, es geht nicht um Tempo, sondern schön eine Minute durchziehen. Wenn ihr nicht mehr könnt, haltet ihr kurz oben. Und danach sind wir tatsächlich durch. Macht euch bereit. Nochmal eine Minute intensive Belastung. Sammelt nochmal die Kräfte. Es geht los. In 10 Sekunden. Macht euch locker. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und let's go. Die Hälfte haben wir. Macht kurz Pause. Come on, zieh das durch. Noch 15 Sekunden. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, starke Sache. Danke dir, Jan. Kurz entspannen. Setzt euch direkt mal euer Gesäß, Arme nach hinten. Aktive Erholung. Ich mach's einmal nach vorne vor. Wir lassen einfach nur die Knie rechts und links zur Seite fallen. Bringt den Atem runter. Entspannt euer Gesicht. Entspannt euren ganzen Körper. Workout ist vorbei. Wir sind noch beim Cooldown. Wir wollen uns was Gutes tun. Dazu setzen wir uns einmal in den Schneidersitz. Wer noch mal ein bisschen Schweiß abwischen muss, macht das gerne. Legt die Hände auf die Knie und einfach ganz ruhig atmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Aufrechten Körper. Ihr könnt spüren, wie euer Herz schnell schlägt. Ihr euch trotzdem beruhigt, angenehmes Körperbewusstsein habt.
Wir öffnen nochmal die Augen, bringen eine Hand über den Kopf, lehnen uns leicht zur Seite, rechts oder links, ist egal. Und dehnen die Seite auf und den Arm auch ein bisschen neben den Körper stellen und wechseln. So dreimal pro Seite. Bringen jetzt noch eine Rotation in den Oberkörper, bringen die linke Hand aufs rechte Knie, stellen den anderen Arm nach hinten auf, so auf die Körpermitte, der Blick geht mit nach hinten, leicht über die Schulter, aber ganz sanft, ohne Spannung, und wir wechseln die Seite. Und auch hier nochmal wechseln. Und ein letztes Mal wechseln. Wir kommen ganz langsam nach oben. Stellen uns hin. Nicht ganz entspannt, Schulter hängen, Arme hängen aus. Schütteln die Arme ein bisschen aus. Nehmen die Beine irgendwann dazu. Fangen ein bisschen an zu wippen. Und wirklich alles locker machen. Die ganze Anspannung aus dem Körper bringen. Und dann sage ich nur danke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen. Nehmt ein bisschen was mit für euer Training. Mich hat's gefreut und hoffentlich bis bald. Ciao. Danke, Thomas. Ciao. Danke dir, Jan. War mir eine Freude.